So, und zwar möchte ich jetzt etwas demonstrieren. Dazu kommst du bitte mal zu mir. Hände bitte. Zwei. Ja, du. Dir geht's gut? Ja. Nochmal, kennen wir uns? Haben wir uns jemals vorher gesehen, vorher vor der Veranstaltung hier gesprochen, irgendetwas? Nee. Definitiv nicht. Nein. Na. Gut. Schau's mal hier in die Kamera. Ich schlaf tief und fest. Fühl dich vollkommen wohl und schlaf. Fühl dich vollkommen wohl und schlaf. Tiefer und tiefer singst du in diesem wunderschönen, angenehmen Schlaf. Du befindest dich nun bei einer Safari. Du befindest dich in Afrika. Du bist Großwildjäger. Ich gebe dir hier deine Waffe in die Hand. Nimm deine Waffe in die Hand. Die Waffe, um zu schießen, muss sie gespannt sein. Die Waffe ist gespannt. Du spürst, dass diese Waffe gespannt ist. Diese Waffe ist auch scharf geladen. Das ist ganz klar. Denn du hast es hier mit wilden Tieren zu tun. Und irgendwie bist du von deiner Gruppe getrennt worden. Du bist jetzt ganz alleine hier in der Steppe. Wenn ich dich nun gleich wecke, bei drei angelangt, bist du hellwach, dann steht direkt vor dir ein hungriger Löwe, der möchte dich fressen. Du hast nur eine Chance, du musst diesen Löwen erschießen, sonst frisst er dich. Wenn ich bei drei angelangt bin, öffnest du deine Augen, dann steht direkt vor dir ein hungriger Löwe, der dich fressen möchte. Du hast nur eine Chance, diesen Löwen zu erschießen. Und du möchtest ihn natürlich dann auch als Trophäe mit nach Hause nehmen. Und du wirst diesen Löwen dann sofort erschießen, denn sonst wirst du gefressen. Um zu schießen, musst du jedes Mal hier den Hahn wieder spannen und abdrücken. Du wirst in einer Tour nur noch abdrücken, solange bis dieser Löwe tot ist, der direkt vor dir steht. Nun, eins, zwei, drei. Wenn ich bis drei zähle, bist du wieder hellwach. Eins, zwei, drei, wach auf. So, was tust du hier? Ich hab keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Der kam ganz los raus, Franz. Ja. Setzen Sie mich schon bei der Reportage. Wahrscheinlich. Ich gestern angekommen, wo man gestern kam. Ja, in San Diego. Linger Party. Das war ein nächstes Jahr. Weißt du, dass es sich hierbei um eine scharfe Waffe handelt? Kann schon sein. Kann schon sein. Glaube ich nicht. Nee. Handeln könnte. Ja. Es ist also wirklich schwer. Ich möchte das jetzt auch dem Publikum mal ganz kurz erklären. Was ich eben getan habe, ist, ja, laut Lehrmeinung nicht möglich. Das ist die Lehrmeinung. Ich habe nun einen kleinen Umweg bestritten. Das heißt, hätte ich ihm diese Waffe in die Hand gegeben und hätte gesagt, ziele auf diese Person und erschieße ihn, hätte er das mit Sicherheit nie getan. Er wäre sofort wieder wach gewesen. In dem Augenblick, in dem ich ihm eine Illusion gegeben habe, dachte er wirklich aus dieser Illusion heraus, es steht kein Mensch, sondern ein hungriger, gefräßiger Löwe vor ihm. Aus diesem Grund hat er geschossen. Wäre diese Waffe geladen gewesen, hätten wir jetzt keinen Kameramann mehr. Ich möchte eventuell noch etwas demonstrieren.